In diesem Video erklären wir euch alles zu dem neuen Icon-Tausch-Event. Das Ganze funktioniert wie folgt. In verschiedensten Aufgaben sammelst du sogenannte Swap-Spieler mit niedrigem Rating. Diese kannst du deine SBCs für entweder Icon-Spieler oder verschiedenste Packs eintauschen. Du hast also die Möglichkeit, Icons kostenlos zu bekommen. Momentan kannst du 8 verschiedene Swap-Spieler erspielen. Hierfür hast du noch bis zum 01.01. Zeit. Die Aufgaben sind eingeteilt in Online- und Offline-Aufgaben. Fangen wir mit den Online-Aufgaben an. Hier musst du in dem Live-Foot-Freundschaftsspiel-Modus eine Liga spielen. Hier ist die Bedingung, dass du genau eine Liga in der Startelf und Bank hast. Für die erste Aufgabe brauchst du also zum Beispiel ein komplettes Premier League-Team. Was für die Aufgabe auch wichtig ist, dass mindestens 5 Spieler in deinem Team Erstbesitzer sind. Also Spieler, die du nicht vom Markt hast, sondern aus Packs. Das erkennst du daran, wenn du mit R3 auf die Spielerbio eines Spielers gehst. Oben rechts steht dann Erstbesitzer. Ein wichtiger Punkt ist, dass du für die Aufgaben auch Leihspieler verwenden kannst. Diese verlieren nämlich nicht ihre Spiele und du kannst sie in Live-Foot-Freundschaft spielen und endlich nutzen. Diese zählen dann auch übrigens als Erstbesitzer. Das Ganze gibt es dann neben der Premier League auch für die anderen Top-Ligen, Serie A, La Liga, Bundesliga und Ligue 1. Hier musst du jedes Mal 6 Spiele mit dem Team gewinnen und bekommst dafür je einen Swap-Spieler. Die letzten 3 Aufgaben sind eher unwichtig. Hier bekommst du noch mittelmäßige Packs. Die Aufgaben hierfür schaffst du jedoch nebenbei. Neben den Online-Spielen kannst du auch in Score-Padded Swap-Spieler erhalten. Hierbei ist es wichtig, dass du auf die Schwierigkeit Weltklasse spielst. Spiel hierfür am besten gegen Teams mit wenig Teambewertung und am besten wenig Chemie. Hierfür kannst du dir die Teams vorher angucken und gegebenenfalls mit R2 dir 4 neue Teams aktualisieren, wenn du nur noch schwere Gegner hast. Hier brauchst du dann auch wieder 11 Spieler einer Liga in deinem Team. Und zweimal aus der Eredivisie, also der niederländischen Liga, der MLS und einmal aus der EFL Championship, also der zweiten englischen Liga. Diesmal müssen die Spieler jedoch nicht Erstbesitzer sein. Hierfür musst du mit jedem Team 5-mal gewinnen. Insgesamt kannst du also bis zum 01.01. 8 Swap-Spieler erspielen. Ab dem 01.01. gibt es dann andere Aufgaben, wo du 10 weitere Spieler bekommen kannst. Diese Swap-Spieler kannst du dann unter dem SBC-Bereich Tausch gegen Icon-Spieler oder Packs eintauschen. Ein genaueres Video dazu, welche Icon oder SBC du davon abschließen solltest, kommt demnächst auf dem Channel online. Generell solltest du aber erstmal die verschiedenen Swap-Spieler abschließen. Wenn du noch Fragen zu den Aufgaben hast, stell sie gerne in den Kommentaren. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.